Zu links, zu utopisch, zu Klima. Zu kaufen, die Wochentaz. Die neue linke Wochenzeitung. Immer samstags neu am Kiosk. Liebes Publikum, heute mal etwas früher, weil wir nämlich nachher um 19 Uhr noch einen weiteren Taz-Talk haben. Dies ist der 351. Taz-Talk und heute ist unser Gast mein Kollege von der FAZ, Patrick Barners. Herzlich willkommen. Vielen Dank und Herr Feddersen. Mein Name ist Jan Feddersen, das hat Patrick Barners jetzt auch erwähnt. Ich bin der Moderator. Das ist heute, wie erwähnt, der 351. Taz-Talk seit Erfindung dieses Formats am Anfang der Corona-Epidemie. Und wir reden heute über das Buch Die Wiederkehr, die AfD und der deutsche Nationalismus. Dieses Buch hat Patrick Barners verfasst. Ich will aber vorher noch mal ein paar Hinweise machen. Das technische Dirigat im Hintergrund hat wie immer super solide, charmant und liebevoll mein Kollege Peter Rohrmann. Und die Zuschaueranwältin, der Sie dann nämlich auch Ihre Fragen zuschicken können oder Ihre Kommentare, ist meine Kollegin Leandra Rudolph. Und dann will ich noch erwähnen, dass wir wie immer dieses Mal auch im Taz-Talk Guides verabscheuen und zwar in größter Weise öffentlich. Das heißt, spenden Sie für unser Format über Tazalich, das ist unsere freiwillige Paywall. Das macht uns das Leben als Taz überhaupt erst möglich, also neben allen Abonnements, wir freuen uns drüber. Jetzt zu Patrick Barners. Er ist seit 1989 Redakteur im Feuilleton der FAZ. Er schreibt irre viel, wie ich finde. Er schreibt auch irre interessantes Zeug. Eine Freundin von mir sagte mal, ach, ich wünschte, ich würde mal alles verstehen, was er denn so schreibt. Und ich sage, ich habe auch ein bisschen gebraucht, aber jetzt verstehe ich fast alles. Und dieses Buch, Die Wiederkehr, die AfD und der neue Nationalismus, ist nicht die erste Publikation. Er hat vormaliger Zeit hat er unter anderem zum großen Ärger von ganz bestimmten Leuten ein Buch zu Thilo Sarrazin geschrieben. Aber außerdem möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass er, Moment, ich muss es vorlesen, Barners ist Ehrenpräsidente, ein Kofferwort aus Präsident und Ente der deutschen Organisation nicht kommerzieller Anhänger des lauteren Donaldismus, Erika Fuchs, die Übersetzerin von ganz vielen Donald-Duck-Geschichten. Donald-Duck, habe ich in meiner Kindheit gesagt, verwendete seinen Namen in ihrer Übersetzung einer Kurzgeschichte von Karl Barks aus dem Jahre 1948. Patrick Barners, Die Wiederkehr des Nationalismus, es ist ein echt gewichtiges Werk und zwar erstmal eines an Seiten, fast 550 Seiten mit allen Schutzumschlägen und es ist auch mancherorts für mich völlig unverständlich moniert worden. Dieses Buch enthielte so viel Material und sei fast viel zu viel. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben zu dieser Partei, die jüngst ihr 10-jähriges Jubiläum hatte? Ja, mich fasziniert eben das, was im Titel steht, dass also ein Nationalismus jetzt wieder da ist, dass es also eine Partei gibt, die ein nationalistisches Programm verfolgt und dass das so gekommen ist, ja, das war jetzt, würde ich sagen, jedenfalls nicht selbstverständlich, denn ich erinnere mich an verschiedene Momente der Nachkriegsgeschichte, also insbesondere die Geschichte nach 1989, da haben Sie ja erwähnt, netterweise, da habe ich angefangen bei der FAZ zu arbeiten, da kam ich direkt aus der Uni, da hatte ich eben Geschichte studiert und plötzlich wurde man konfrontiert damit, dass eben die Weltgeschichte wieder losging und da war der deutsche Nationalstaat ja auch wieder da, da wurde zum Teil ja auch vorgewarnt, dann ist er aber trotzdem gekommen und es gab damals auch die Befürchtung, es werde eben dieser Nationalismus auch wieder kommen. Also auch die deutschen Bürgerlichen, die bürgerlichen Parteien oder auch entsprechende Kräfte im Publikum würden sich eben wieder dem Nationalismus zuwenden, wie man das eben bis 1945 oder bis 1933 kannte. Und da würde ich sagen, also das ist vielleicht eine Vereinfachung, aber im Wesentlichen würde ich sagen, das ist eine Prognose von 1989, die eben nicht eingetreten ist. Die Kohlsche Wiedervereinigung
CDU war keine nationalistische CDU und dann auch die FDP, selbst eine Möllemann-FDP, ist nicht wirklich nationalistisch geworden. Und jetzt gab es aber dann eben 2013 diese Parteigründung, ja auch gar nicht die erste, wieder mal so eine rechte Parteigründung. Und diesmal hat es nun geklappt. Diesmal haben die sich in zwischenzeitlich allen Landtagen etabliert und erreichen ja auch Stimmenanteile, die es zum Beispiel, glaube ich, schwer machen, da können wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen kommen, was das bedeutet, die es, glaube ich, zum Beispiel schwer machen, eben festzuhalten an diesem alten System. Die Parteistiftungen, die werden eben nur finanziert, wenn, ja, wenn es sind eben, wenn da SPD, CDU, FDP, Grüne und mittlerweile auch Linkspartei draufsteht, aber auf die AfD braucht man da keine Rücksicht zu nehmen. Bei einer Partei, die eben im Durchschnitt immer 15% der Stimmen bekommt im nationalen Mittel, ist das schwer, da die Augen zu verschließen und eben schwer nicht anzuerkennen. Die gehören irgendwie jetzt dazu. Und was das bedeutet, das war sozusagen meine Frage, das hat mich beschäftigt. Können Sie das noch erinnern, den so die Momente der politischen Geburt der AfD von vor gut 10 Jahren ungefähr? Hat Sie das überrascht oder haben Sie damals gedacht, ach Gott, ja, das ist jetzt mal wieder der Versuch, so eine rechtspopulistische, wie man das jetzt auch immer titulieren möchte, semi-faschistoide, nationalistische, völkische Partei zu gründen? Ja, ich muss zugeben, ich glaube, diese Begriffe wären mir jetzt gar nicht als erste eingefallen, weil die Partei ja gegründet wurde aus eben so einem sehr respektabel aussehenden und daherkommenden professoralen, bürgerlichen, fast hochbürgerlichen Spektrum heraus. Das erste große Thema der AfD war ja der Kampf gegen den Euro. Und das wiederum war jetzt ja auch nicht der erste Versuch. Es war dann eben ein wirkungsvoller, nicht im Sinne, dass der Euro abgeschafft worden wäre, aber dass diese Partei sich etabliert hat, ein wirkungsvoller Versuch, eben diese Kritik politisch zu organisieren. Vorher hatte diese Kritik andere Formen gehabt, aber war ja auch schon recht organisiert gewesen. Also allein zum Beispiel die diversen Verfassungsklagen beim Bundesverfassungsgericht, wo auch eben ein sehr starker Professorenanteil unter den Klägern waren, die dann auch so unsere Verfassung, wie sie meinten, im Wort genommen haben und gesagt haben, das kann doch so nicht zugehen, dass das, was da gemacht wird in der Europapolitik, diese Aufgabe dieser Berechenbarkeit, so wie die das gesehen haben, eine Möglichkeit, das eben zu kontrollieren, das europäische Finanzgebaren, das müssen wir mal überprüfen, jetzt ziehen wir nach Karlsruhe. Und auch die Energie, auch durchaus Organisationsenergie, da gehört ja viel dazu, so eine Verfassungsklage auch so zu formulieren, dass die einem nicht gleich wieder zurückgeschickt wird. Da sah man eigentlich schon, da war in der politischen Welt, also zum Teil auch an den Rändern der bürgerlichen Parteien, aber im Wesentlichen eben im bürgerlichen Publikum, bürgerlich jetzt erstmal so nur als Platzhalterwort und in Anführungszeichen gemeint, da war so eine Energie vorhanden, die organisationsfähig war. Und in der AfD hat sie sich dann organisiert. Und dann diese hässlicheren Züge, also diese schmutzige Rhetorik, das nun wirklich auch antibürgerliche Bulgäre provozieren, das Aufkündigen von Comment und so weiter, wo ich im Stil dann mittlerweile das Wesentliche der AfD sehe. Das war sicherlich am Anfang noch nicht absehbar, aber die Motive, weswegen ich jetzt eben auch einen neuen deutschen Nationalismus durchaus politisch beginnen lassen kann, mit der Parteigründung der AfD durch Konrad Adam, Alexander Gauland, dann Lucke und so weiter, diese Nationalmotive, nationales Interesse an erster Stelle, auch in so einem wirtschaftlichen Sinne,
Man will nicht über den Tisch gehauen, nicht gezogen werden und nicht übers Ohr gehauen werden von den anderen europäischen Nationen. Phase und in dem Euro-Thema drin. Und wenn man da näher hinguckt, stellt man eben auch fest, auch diese Motive des nationalen Ressentiments, auch des Kalkulierens mit einem bewusst wieder hervorgerufenen nationalen Ressentiment. Das ist sowohl in der Publizistik von Theo Sarrazin, sozusagen dem Gründungsvater der AfD, der INE beigetreten ist, als auch bei den tatsächlichen AfD-Gründern findet man eben diese Motive durchaus auch schon. Sie kannten ja über Ihre Recherchen zu Thilo Sarrazin, ich habe damals im Übrigen auch Ihre Texte in der FAZ sehr verfolgt und das war außergewöhnlich nobel und aufklärerisch, die Auseinanderschraubung dessen, was da jetzt Thilo Sarrazin so vor sich hinschreibt und vor sich hin behauptet. Können Sie sich einen Reim darauf machen und können Sie uns das erzählen, warum diese Nervosität, also man könnte fast von German Angst sprechen, gerade so anschlussfähig war bei so gewissen professoralen Kreisen. Da denkt man doch irgendwie, die haben doch ihre Schäfchen alle im Trockenen, wo ist das Problem? Und mit dem Euro haben ja irgendwie nur ganz am Anfang, bei der Einführung des Euro gab es mal so irgendwie diskursives Gewölk, da hieß es denn, der Kaffee kostet jetzt 1,50 Euro, wo er vorher eine Mark 50 kostete, aber ansonsten ist es doch kein großes Thema gewesen. Warum waren das gerade sich so besonders elitär, beinahe standesbewusst fühlende Leute, die da sich erweckt fühlten, dort sich zu engagieren? Ja, also der sogenannte Populismus hat ja wohl wirklich fast überall sein erfolgreichstes Thema in der Elitenkritik. Und es ist dann erstmal ja kein so furchtbar überraschender Befund, dass der selber auch von Eliten betrieben wird. Weil nun mal so, insbesondere wenn es an Parteigründungen geht, weil nun mal politische Organisationsmacht dann meistens entweder schon von Leuten ausgeht, die aus Eliten kommen, oder selbst ein Mittel ist, dann neue Eliten herbei zu konstruieren. Und in diesem Fall ist es, glaube ich, so, dass ein spezifisches Misstrauen auch nochmal gegen Parteipolitik und Berufspolitik sich artikuliert, das man häufig also für typisch deutsch hält. Sagt, die Deutschen tun sich schwer, hat auch Ralf Dahrendorf ja gesagt, die tun sich schwer mit dem Streit. Und deswegen, ich kenne es auch tatsächlich noch aus meiner Kindheit, auch noch von meinen Eltern, ein bisschen ironisch, so quasi als Zitat, aber sie haben es auch eigentlich dann doch sich zu eigen gemacht, ja, Politik ist ein schmutziges Geschäft. Also meinten, das war die Begründung meiner Eltern dafür, Vater war Beamter, und ich bin in Bonn aufgewachsen, in der alten Bundeshauptstadt, insofern in einer eigentlich ganz staats- und politiknahen Welt, wo übrigens Thilo Sarrazin unser Nachbar war. Auf der anderen Seite der Mauer, näher an der Eisenbahn, lebte Thilo Sarrazin. Und in dieser Beamtenwelt gab es aber trotzdem auch diese Einstellung bei meinen Eltern dann in einer ganz, ganz moderaten, verdünnten Weise, Politik ist eben so ein bisschen was Anstößiges. Und das gibt es eben noch in viel, viel schärferer, intensiverer Version dann da, wo es wirklich auch giftig werden kann. Und das würde ich jetzt mal so einfach mal in den Raum stellen, als so eine bisschen spekulative soziologische Hypothese, dass eben hier zum Beispiel zwei Typen von Leuten, die eben einen hohen professionellen Status der Mitwirkung haben, in ziemlich unmittelbarer Nähe zur Staatsverwaltung, die für sowas anfällig sind. Das ist auf der einen Seite Sarrazin, der Spitzenbeamte. Der hat ja eben eine Beamtenkarriere gemacht, interessanterweise auch mit so wissenschaftlichem Rückenwind. Der war in den 70er Jahren als Volkswirt, hat ja so ganz avantgardistische Sachen eigentlich damals gemacht und so Planung und Planungskritik mit beiden schon so jongliert als sozialdemokratischer Vordenker und Vorrechner. Und im Rücken mit dem Anschluss an Helmut Schmidt dann auch so den Karl Popper angeschlossen und so weiter. Aus so einer Sphäre ist der dann aufgestiegen eben in diese tatsächliche Welt der klassischen grauen Eminenzen, die Politiker eben wirklich brauchen, damit die eben die Sachen durchrechnen.
Und ähnlich bei den Professoren, es sind ja dann sind ja sehr viele Volkswirte zum Beispiel auch dabei. Ein paar Juristen, der eine oder andere Historiker, aber es sind eigentlich vor allem Leute aus staatsnahen Fächern, die dann besonders heimgesucht wurden von diesem Misstrauen. Ja, da ist was nicht so richtig in Ordnung hier mit dem Staat und da müsste man mal was machen und da ist eben dann der Gang zum Bundesverfassungsgericht, wo man ja auch dann eine professionelle Elite, eben die Spitzenjuristen sozusagen als Hilfsgruppe bemüht, ist eben die eine Variante und die Parteigründung die andere. Und man sieht dann ja auch, dass diese Elitenkritik sozusagen auch so ein bisschen flottieren kann und dann auch die Schuldigen sozusagen ausgetauscht werden können, denn dieselben Professoren, die dann lange noch gehofft haben, sich ans Bundesverfassungsgericht da wenden zu können und die als Retter sahen, sind dann heute auch bereit, über das Bundesverfassungsgericht zu schimpfen. Und da werden dann eben die Juristen als angeblich eben auch kosmopolitisch, idealistisch zu abgehobene Elite, werden dann eben auch, denen wird dann sozusagen genauso der Prozess wie den Berufspolitikern gemacht. Hat Sie das eigentlich gewundert? Ich glaube, Sie sind sich begegnet. Der AfD-Mitgründer Konrad Adam und FAZ-Feuilleton, einer der Star-Redakteure. Und Sie müssten sich kennengelernt haben. Ja, wir kennen uns gut. Wir haben etliche Jahre gut wie Tür an Tür gearbeitet, ja. Ja, wie soll man das formulieren, ohne jetzt irgendwie vulgär zu werden? Hat man da irgendwie was gemerkt, dass er da irgendwie so einen grundsätzlichen Verdruss in sich trägt, an eine neue Partei denkt, nicht mehr die CDU als Konservativer, sondern etwas anderes? Es war halt in meinen Augen ein sehr produktiver Verdruss. Konrad Adam hat politisches Feuilleton zu einer Zeit gemacht, als das eben noch überhaupt nicht üblich war. Das ist ja sozusagen als Standardprogramm im Kulturjournalismus eigentlich erst nach 1989 eben so üblich geworden, sodass man jetzt manchmal schon denkt, da fehlt dann was, wenn über die Wärmepumpen nicht auch im Feuilleton eine Spalte steht. Und Adam hat schon in den 80er Jahren, schon vor der Wiedervereinigung, das intellektuell Interessante und auch das Kontroverse und den sozusagen möglichen politischen und sozialen Sprengstoff eben in auch eher technischen Themen der Politik und der Wirtschaft entdeckt. Er war zum Beispiel geradezu fixiert auf die Frage, lange vor dann Frank Schirmacher, unserem mittlerweile verstorbenen Herausgeber, der inzwischen sei auch mal der Chef von Konrad Adam war, also lange bevor Schirmacher sozusagen erwachsen geworden war und diesen Methusalem, das Komplott entdeckte, diese Angst davor, dass die alten Leute zu mächtig werden, hatte Adam das schon in einer regelmäßigen Folge von Artikeln zur Überlastung eben des Rentensystems. Und da sozusagen der Vorstellung, der Staat macht sich selber handlungsunfähig, wenn eben hier eine Verwaltungsrationalität und eine scheinkorrekte, förmliche Regelhaftigkeit gegenüber den Fragen, wer hat eigentlich wirklich ein Interesse daran, dass es so und nicht anders geregelt ist, auf wessen Kosten ist hier unser Rentensystem eigentlich organisiert und so weiter. Solche Fragen stellte er und da würde ich eben sagen, das war lange, lange sehr erfrischend, eben von außen an den politischen Betrieb, auch den Betrieb des politischen Journalismus, diese sehr grundsätzlichen Fragen zu adressieren. Und im Rückblick würde ich sagen, ja, das Radikale war tatsächlich, es ist witzig, dass Sie genau dieses Stichwort bringen, das war in diesem Moment des Verdrusses zu spüren, dass tatsächlich so ein Moment sozusagen des persönlichen Übelnehmens, die Sorge, ja, in gewissem Sinne wird ihm und seiner Familie auch persönlich übel mitgespielt, indem Dinge unvernünftig geregelt sind. Das war dann so eine Unzufriedenheit, die dann, ja, wo es dann relativ im Rückblick folgerichtig erscheint, dass dann eben nicht mehr, er war dann ja später bei der Welt, dass dann eben irgendwann nicht mehr nur Leitartikel oder Feuilleton-Kommentare geschrieben wurden, sondern dass man dann auch versucht hat, wirklich was zu machen. Ja, was eigentlich? Was hatten diese frühen Figuren eigentlich vor,
dass sie das tun sollten, damit sich jetzt was verändert? Also ist das so eine beinahe so, ich will jetzt nicht zu drastisch werden, also ist das so eine fast evangelikale Haltung, ich mache jetzt einen Weckruf und dann müssen doch alle wach werden? Oder was haben die sich davon versprochen? Doch wohl nicht irgendwie, ja, darauf kommen wir später, auf etwas Systemsprengerisches. Ja, das Evangelikale, das ist schon ein interessantes Stichwort, weil es bei einigen der Akteure ja auch diese sozusagen explizit religiösen Motive im Hintergrund gibt. Also gerade bei Bernd Lucke ist das ja so, dass er dann auch so porträtiert wurde. Er sei der Calvinist, ja, dem es sozusagen nicht ernsthaft zugeht in der Politik und der dann mit so Aufrufen zur Umkehr, aber auch so einem eigenen Vorleben, was vielleicht gar nicht von ihm so programmatisch gemeint war, aber dann so wahrgenommen wurde, dass er eben ja dann auch erklärte, dass er sich die Pullover selber strickt oder auch nicht so viel fernsieht und so weiter. Da war eben, ja, da war, glaube ich, tatsächlich diese Vorstellung weg mit dem Weckruf. Kann man was erreichen? Ich fürchte, also jedenfalls, wenn ich von mir ausgehe, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Wir sind natürlich als Journalisten täglich damit konfrontiert, Appelle in die Welt zu senden, uns auch für Appelle, die sehr gute Anliegen verfolgen, uns als Lautsprecher zur Verfügung zu stellen. Insofern eignet man sich dann mit der Zeit leider einen gewissen Zynismus an, dass man natürlich der Weckqualität von Weckrufen einfach nicht mehr so richtig traut. Und das scheint jedenfalls, das scheint eben dann bei jemandem wie Lucke anders gewesen zu sein. Andererseits gab es aber ja auch diese ganz konkreten parteistrategischen Überlegungen, für die natürlich jemand wie Gauland stand. Gauland wiederum, wenn wir jetzt nochmal über dieses sozusagen über diesen Elitenwandel oder diese Elitenabwanderung von eigentlich sehr qualifizierten Leuten hier ja wirklich in die Schmutzecke unserer politischen Welt sprechen, ist ja auch Gauland wiederum der Typ des Spitzenbeamten. Also noch viel mehr als Sarrazin, eigentlich die klassische. Sarrazin war dann doch stärker der Fachmann. Gauland hingegen ist ja wirklich der Einflüsterer, die klassische graue Eminenz, der eben die rechte Hand von Walter Wallmann in Hessen gewesen ist, und der stand am Anfang der AfD natürlich schon für so ein Projekt mit einer bürgerlichen Protestpartei, sozusagen die CDU oder die Unionsparteien eben zu zwingen, von diesem in der Meinung dieser Leute falschen liberalen Kurs abzukommen. Also das ist ja genau ein paralleles Phänomen, wie es auch Parteigründungen von links gegeben hat. Also nicht nur die Grünen, es gab ja auch in den auch zur Zeit von Helmut Schmidt gab es ja auch Versuche, schon damals Versuche auch sozialistischer Parteigründungen von den wackersten Sozialdemokraten, wo der Gedanke der war, ja, wenn wir uns jetzt Demokratische. hier mal lösen von Helmut Schmidt und diesem vorgegebenen Kompromisszwang, dann kann man dadurch die SPD auf den linken Weg zurückführen. Na, so wie Sie das sagen als Journalist, dieses Appellhafte, dem man sich zur Verfügung stellen möge, aus den allerbesten Gründen, das kennen wir natürlich in der Taz-Redaktion auch und versuchen natürlich alle nicht damit zynisch umzugehen, aber das ist nun mal einfach die Welt, in der wir denn beruflich leben. Aber ich kann mich privat an eine Szene erinnern. Da war ich bei einem Essen bei einem Prof mit dessen Mann oder Lebensgefährten und das war irgendwie so semi-freundlich, respektvoll. Also man könnte sagen, ein bürgerliches Abendgesellschaftssetting zu viert. Und dann fragte ich so nebenbei, was habt ihr denn so gewählt das letzte Mal? Also das war, ich finde, da muss man nicht so ein Geheimnis draus machen. Und dann gab es plötzlich so ein Drucksen. Der eine war Prof, wo ich irgendwie dachte, der hat wirklich irgendwie alles im Leben, was er erreichen kann, eigentlich erreicht. Und dann gab es so einen Drucksen, da wurde ich misstrauisch. Und dann sagte ich, ach, was denn nun? Und dann so, ja, AfD. Und dann gab es als Begründung plötzlich Euro und so könne es nicht weitergehen. Und dann habe ich wiederum mit journalistischen Mitteln gefragt, was kann denn jetzt nicht weitergehen? Was ist es denn genau? Und es gibt denn immer keine Antwort. Und so ist übrigens auch meine Erfahrung mit AfD-Leuten, die jetzt nicht auf so einer Spitzen-Nachrichtenebene agieren, sondern
wenn wir Veranstaltungen auch teilweise außerhalb Berlins gemacht haben, dann begegnet man AfDlern, gerade im Osten. Und die können aber jeweils nie genau sagen, was sie eigentlich wollen, was sie stört. Und das ist, finde ich, das größte Phänomen. Wenn man einen durchschnittlichen Grünen fragt, oder selbst über alle Flügel hinweg jemand von der Linkspartei oder bei der SPD, was wollt ihr eigentlich? Da kann man, da möchte man nach 10 Minuten die Ohren schließen, weil die können so viel erzählen. Aber bei der AfD ist da immer nur Gebräu. Ja, ja. Und da steckt eben der Ansatz zu dieser Systemkritik. Also deswegen, das ist ja das, womit ich mich dann heftige in dem Buch irgendwie auch versuchen, das unter einen Hut zu bekommen, dass man auf der einen Seite mit einer mehr oder weniger explizit nationalistischen Programmatik zu tun hat und auf der anderen Seite aber das, was eigentlich die Leute antreibt und wovon sie dann in Gesprächen, wo sozusagen der Energielevel dann deutlich ausschlägt, wenn die Rede darauf kommt, das ist eben dieses grundsätzliche Misstrauen gegen Politik, gegen den Staat. Und das ist ja eigentlich merkwürdig, dass sich das mit solchen nationalistischen Programmelementen verknüpft. Der Nationalismus ist ja eigentlich staatsfreundlich und staatsfromm. Und hier glaube ich eben in der Tat, dass die, und da ist ja auch der, und zum Beispiel unser Verfassungsschutz, sind ja die Behörden auch dabei, jetzt sozusagen so eine neue Art von Verfassungsfeindlichkeit auf den Begriff zu bringen. Das finde ich, muss man dann genau beobachten, auch mit einer gewissen Vorsicht beobachten, weil es ja auch nicht in unserem Interesse, jetzt wirklich in unser aller Interesse sein kann, dass Kritik, auch sehr grundsätzliche Kritik am politischen System, sozusagen von vornherein unter Verdacht gestellt wird. Und trotzdem, glaube ich, ist da eben tatsächlich was getroffen, dass es eben ein neues Phänomen gibt. Und zwar gerade, das Neue liegt eben gerade in dem, wie Sie es eben beschreiben, dass man es mit so einem ganz merkwürdigen Unbehagen zu tun hat. Die Leute sind gegen etwas, im Grunde gegen alles. Die ganze sogenannte Richtung passt ihnen nicht. Aber um es etwas zu übertreiben, sie wissen noch nicht mal so richtig zu sagen, ja, was ist jetzt eigentlich die Richtung, die ihnen nicht passt? Hauptsache, es passt ihnen nicht. Ob eben in der Corona-Politik, ob da jetzt gerade viel Druck ausgeübt wird auf die Bevölkerung, ja, dann ist es eben tyrannisch. Und wenn zu wenig Druck ist, ist es möglich, dass dieselben Leute sagen, ja, hier fehlt es an Führung, was steckt denn da dahinter und so weiter. Und dieses eigentlich ja ganz diffuse Unbehagen, wo man vielleicht normalerweise sagen würde, ja, das muss ich dann legen, das hat ja gar keine Ansatzpunkte. Da können die Leute sich ja gar nicht sammeln und sagen, ja, das versuchen wir jetzt mal, so wie Kernkraftwerk stoppen. Können alle, die dagegen sind, sich treffen, Unterschriftenliste, Demonstration, klares Ziel, entweder klappt es oder klappt nicht. Aber die Richtung stimmt nicht, wir werden betrogen in Deutschland. Ja, wie will man sich da eigentlich organisieren? Aber es ist eben doch passiert. Und was ich hier halt wirklich bedenklich finde, ist, dass sozusagen diese Radikalität des Verdrusses, also der bloßen Emotion, inzwischen bei der AfD eingeholt wurde, auch sozusagen von der Radikalität eben der Ablehnung, dann der ausdrücklichen Ablehnung des Systems bis hin in Regionen, wo man dann wirklich sich nicht mal wundern kann, wenn eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete halt mit auffliegt bei Leuten, die tatsächlich so einen Putsch geplant haben. Ich wollte nochmal an diesen Punkt mit Alexander Gauland anschließen. Ich weiß gar nicht, steht hier ein Datum dabei. Also es ist gut 10 Jahre her, aber die AfD existierte eben schon, hat mein sehr kluger Kollege Stefan Reinecke, der macht bei uns politische Analyse sehr viel und SPD- und Linksparteibeobachtung, da schrieb er über die... da hat er eine große Reportage gemacht über die letzten großen Konservativen, die es überhaupt noch in der Union gibt. Und da war dann unter anderem auch Frau Motschmann dabei, verschiedene andere. Das ist eine sehr ausgeruhte Reportage über 2 große Zeitungsseiten. Und dann kommt er auch auf Alexander Gauland zu sprechen und schildert ihn auch exakt so, wie man ihn denn noch sehr viel öfter im Fernsehen und in Talkrunden erleben sollte. Grand Senioral, immer gut gepflegt, wie man so früher sagte, so gepflegt, gekleidet, auch nicht aufsteigerisch aufgemotzt, sondern so wie, also er sah fast aus wie altes Geld. Und dann schreibt mein Kollege, ist die AfD seine neue politische Heimat, fragt er Gauland.
Und dann sagt Gauland, nein, das ist ihm zu pathetisch. Die AfD ist eher ein Versuch. Er hat den Job, also Gauland, eine Art unabhängiges, konservatives Gewissen der Union zu spielen, gekündigt. Hat mein Kollege sich grandios geirrt oder war das eine Fühlung, die er aufnahm, die sich denn auch bei Gauland radikalisiert hat, allein schon aus dem Interesse heraus, politisch aus dem Vorzimmer von Wallmann, Walter Wallmann, damals Hessen, hervorzutreten und selber mal die erste Geige zu spielen? Ja, Konrad Adam, der Gauland natürlich ja auch schon sehr, sehr gut kannte aus dieser Frankfurter Zeit, der mittlerweile ja da mit einiger Verspätung, einige Jahre nachdem er Adam als Parteivorsitzender gestürzt worden war, dann auch aus der AfD ausgetreten ist. Er stellt mittlerweile also Gauland eigentlich quasi als den Bösewicht der AfD dar, der diese Radikalisierung in einem zynischen Kalkül aus eigenem Ehrgeiz eben dann diese Radikalisierung betrieben habe. Und da ist sicherlich einiges dabei. Und Adam gehört zu den Leuten, die bei Gauland vermuten, dass tatsächlich also sogar eine ganz konkrete Kränkung, so wie man sich das in so einem Roman, wenn jetzt ein Stendhal über die Geschichte der AfD schreiben würde, könnte man ein solches Detail dann erfinden, dass sozusagen die Gründung der AfD so eine Art Rache an Wallmann gewesen ist, weil Wallmann in seinen Memoiren etwas geschrieben hat über Gauland, was man in dem Sinne verstehen kann. Ja, der war eben nur der Berater, der hätte selbst nicht das Zeug gehabt, so in der Schlacht zu stehen, sagte der selbst ja liberal nachdenkliche Wallmann, der ja ein Gegentyp jetzt zu jemandem wie Alfred Dregger war und so weiter. Und jetzt jenseits dieser psychologischen Spekulation scheint es mir auf jeden Fall eben so bei Gauland, dass es eben dieses spielerische Moment gibt, dass es ein spielerisches Moment gibt, ein bewusstes Auskosten auch des Spielerischen und der Chancen zum Spiel, wie in der Spielbank im Beruf des Berufspolitikers. Dass das ein Reiz des Politikerberufs ist, das dürfen sich normalerweise ja die Politiker selber nicht eingestehen. Erst recht nicht dürfen die das vor Wählern oder auch Journalisten zugeben. Man muss ja aus den ernstesten denkbaren Motiven immer der Allgemeinheit willen natürlich oder der Menschheit willen in die Politik gegangen sei. Und Gauland hat aber auch schon als Parteigründer immer mit zu verstehen gegeben, dass es bei ihm eben auch dieses so ein Interesse gibt, na mal gucken, wie weit man da kommt. Und jedenfalls gegenüber der alten Rolle als ein Mahner eines nachdenklichen Konservatismus, mit dem er dann nicht durchkam in den Unionsparteien, dem gegenüber ist dann die Variante, von außen Unruhe zu stiften, ist auf jeden Fall eben schon so eine ausdrücklich eben spielerische Variante. Es ist eine Selbstbefreiung. Und das Merkwürdige ist dann eben nur bei Gauland, dass er, glaube ich, schon auch selber sozusagen eine Art Opfer seiner intellektuellen Begabung, seines Erfolgs, vielleicht sogar auch der zynischen Klarsicht über die eigene Rolle geworden ist. Insofern eher dann das gemacht hat in der AfD, wovor er lange, also bevor die gegründet wurde, hat er eigentlich davor gewarnt, hat er eben gesagt, dass so weit darf es nicht kommen, dass es eine Partei der Abgehängten gibt, dass es eine Partei der Globalisierungsverlierer gibt. Das ist nicht zu kontrollieren, wenn man einmal anfängt, die zu organisieren. Und dann hat er das eben selber gemacht. Und es ist natürlich sehr interessant, was Stefan Reinecke dann da ihm da herausgekitzelt hat als Wort mit dem Pathos, dass Gauland das Pathos ablehnt, weil das natürlich noch sein altes Selbstbild ist, das Selbstbild dieses liberal-konservativen Intellektuellen, der auch wiederum gegenüber dem alten deutschen Konservatismus, also der gesamten Sphäre dann auch eines Armin Mohler und der konservativen Revolution, der Leute, die anschließen wollten an den revolutionären Konservatismus der Weimarer Republik, und an Schlimmeres noch, da ist natürlich eine ganz klare Aussage, ja, kein Pathos, nicht in die Pathosfalle gehen. Aber ja, um dann eben natürlich politischen Erfolg zu haben in der AfD, den hat Gauland zum Teil als Strippenzieher, aber den hat er natürlich vor allem immer und immer wieder auch als Redner gehabt. Und da geht es natürlich nicht ohne Pathos.
Und da hat er sich dann letztlich auch selbst überredet. Ob er an das Ergebnis nun glaubt oder nicht, ist dann eigentlich fast gleichgültig. Er wollte einfach nicht mehr Richelieu sein. Er wollte selber eine Art Richard von Weizsäcker, Ultra Grand Seigneurial, aus, sagen wir, ja, wie sagt man das eigentlich, aus nationalistischer Perspektive werden. Reden wir noch mal kurz über die ganzen Figuren, die Sie jetzt auch genannt haben oder die wir genannt haben. Da kann ich dann irgendwie nur mit meiner Laid-Back-Haftigkeit so drauf gucken und sagen, ah ja, Dinge passieren. Mal gucken, also das Beste an der AfD ist, dass 85% sie nicht wählen. Aber was ist das für ein Mann wie dieser Kemmerich in Erfurt gewesen? Ist er da wirklich in so eine Falle getappt oder ist das nicht auch eine Verharmlosung dessen, was Kemmerich da im Thüringischen Landtag sehr engagiert verfolgt hat? Ja, er hat ja das Projekt verfolgt, eine neue Mehrheit zu bilden, und sozusagen so einer Blockade und einer babylonischen Gefangenschaft, wie er das gesehen hat, der bürgerlichen Parteien zu entkommen, die daraus sich ergibt, dass die Linkspartei und die AfD unterschiedlich behandelt werden, sozusagen im überwiegenden Teil jedenfalls der Öffentlichkeit. Also die Unionsparteien, vielleicht auch die FDP, jetzt so rein formal, würden zwar immer noch sagen, ja, also wir wollen genauso wenig mit der Linkspartei wie mit der AfD jetzt ein Bündnis schließen, aber de facto ist das ja doch so, auch wenn man sich eben die Bundespolitik ansieht, bis hin eben zu so einem Thema wie dieser Stiftungsfinanzierung, wo heute eben selbstverständlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung dabei ist, ist das so, die Linkspartei ist eben doch nicht in der Weise wirklich ausgeschlossen von der politischen Mitwirkung, wie das bei der AfD der Fall ist, weil, würde ich zumindest sagen, sich die AfD jetzt auch selber eben in einer wirklich auch selbst ausgeschlossen hat, in einer Weise, wo ich jetzt da Paralleles bei der Linkspartei so obskur da natürlich vieles gerade jetzt im Blick auf den Krieg ist und so weiter, da würde ich eben wirklich keine Parallele sehen. Und in so einem Land wie Thüringen war das dann eben so, dass diese bürgerliche Mitte, als was die Parteien angeht, die sich eben für die bürgerliche Mitte halten, die schrumpft dramatisch. Das ist ja wirklich eine Situation wie in der Weimarer Republik. Also das ist bei aller Vorsicht gegenüber historischen Vergleichen, das ist eigentlich genauso eine bedenkliche, schreckliche Entwicklung, wie wir das aus dem Schulbuch kennen, dass eben die Parteien, die eigentlich für die Republik waren, immer weiter eingeschrumpft ist und jemand wie Theodor Heuss am Ende so einer Splitterpartei angehörte. Und jetzt gab es eben in Thüringen verschiedene Ideen, wie man das aufbrechen könnte. Die eine Idee kommt natürlich dann von links. Die eine Idee kommt von Ramelow, der sagt, jetzt habt euch doch nicht so, erkennt das doch mal an. Das sind doch die Einbildungen eurer antikommunistischen Rhetorik. Wenn ihr das ein bisschen abmildert, herunterfahrt, wir haben uns ja auch verändert, dann müsst ihr doch sehen, wir sind so ein Wettbewerber wie andere auch und man kann uns bekämpfen und man kann auch mit uns zusammenwirken. Und demgegenüber hat Kemmerich, und es war insofern gar nichts Zufälliges dran, sondern da steckten tatsächlich eben strategische Überlegungen dahinter, wie sie auch in größeren Teilen der thüringischen, sicherlich nicht nur der thüringischen CDU vertreten wurden, haben gesagt, ja, aber man kann es eben auch umdrehen und sagen, auf der rechten Seite gibt es auch diese konstruktiven Elemente. Die sind, was die Partei angeht, sind die nicht so konstruktiv wie Ramelow, vielleicht sogar das Gegenteil. Jemand wie Höcke macht natürlich das genaue Gegenteil von dem, was Ramelow macht, kommt gerade nicht entgegen, provoziert etc. Aber man hat eben diese sehr, sehr große Wählerschaft, die ja auch ein Vielfaches von der Wählerschaft der FDP umfasst. Die FDP, die andererseits aber denkt, ja, wir sind ja für die richtigen Bürgerlichen, für die wirklich frei denkenden Leute da. Und insofern ergibt es wirklich Sinn, dass jemand wie der Kemmerich dann dachte, ja, da ist hier eine Möglichkeit, Führung auszuüben und eine politische Kristallisierung herbeizuführen, einer latenten bürgerlichen Mehrheit, die vorhanden ist, die sich in der Wählerschaft abbildet und die nur deswegen nicht zum Tragen kommt, weil wir
so auf diesen Links-Rechts-Gegensatz fixiert sind. Und noch vor ein paar Tagen hat er ja genau ein solches Programm eigentlich in so einer YouTube-Talkshow im rechten Milieu noch einmal wiederholt und gesagt, er würde sich vorstellen, man könne in Thüringen nach der nächsten Landtagswahl eine Minderheitsregierung bilden, die mit wechselnden Mehrheiten, das hieße ja auch von Fall zu Fall mit Stimmen der AfD, regiert. Mit den Stichworten, wir brauchen eine Regierung aus der Mitte und aus der Bürgerlichkeit heraus. Und genau das war eben schon das Programm, waren die Losungen auch vor 3 Jahren. Können Sie eigentlich selber definieren? Fällt mir gerade ein, weil ich habe mich in den letzten Monaten selbst mit dem Wort bürgerlich sehr viel lesend auseinandergesetzt und unter anderem auch Texte von Ihnen sehr geschätzten Staatsrechtler Christoph Möllers gelesen. Was ist bürgerlich eigentlich? Also was kann sich Kämmerich eigentlich darauf einbilden, bürgerlich zu sein, in Abgrenzung zu einem aus meiner Perspektive übrigens ursozialdemokratischen Bodo Ramelow. Das, ich weiß bei Barbara Ramelow immer nicht Linkspartei, das sind eigentlich alles fahle Etikettierung. Also was ist an Kemmerich, was bildet er sich nach Ihren Recherchen ein, was könnte für ihn bürgerlich sein? Ja, ich glaube, da gibt es eben so eine Vorstellung, dass sich ohne staatliche Förderung zum Teil gegen staatliche Obstruktion eben so ein insbesondere sozusagen durch wirtschaftliche Kraft und Selbstständigkeit sich eben lebendige gesellschaftliche Freiheitsstrukturen herausgebildet haben, die gegenüber dem Staat und gegenüber der Politik dann mit so einem Anspruch eben auftreten, also jedenfalls bloß nicht allzu sehr reglementiert zu werden. Kemmerich ist ja selber Unternehmer und ist in gewissem Sinne auch so ein Self-Made-Man, ist ja in Aachen aufgewachsen, hat dann Jura studiert und ist dann aber direkt 1989 rübergegangen in den Osten und hat da diese Friseurkette aufgebaut. Und er spricht auch immer, wenn er davon spricht, wenn er sozusagen aufs eigene Leben dann zurückgeht, um biografisch etwas zu plausibel zu machen, was aller Welt sonst in Deutschland so unplausibel erscheint, dass er sich da auf dieses Unternehmen eingelassen hat mit der AfD, da ist er sehr schnell eben bei diesem Unternehmerischen. Und da glaube ich, da kann man das durchaus so beim Nennwert nehmen, dass das eigentlich, ja, dass da nochmal so eine Art Urgeschichte des Liberalismus, fast so wie aus dem Lehrbuch, sich wiederholt in so einer ausgemalten Situation, sozusagen so wie im amerikanischen Wilden Westen früher. Wo so die idealisierte Vorstellung eben die war, alles, was da aufgebaut worden ist, das haben die Pioniere selbst aufgebaut. Das soll dann auch den Sheriff geben, aber der Sheriff ist eben immer abhängig davon, dass eben die Mehrheit der Männer in der Stadt dann auch hinter ihm steht. Und das, was Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey in ihrem mit Recht so viel gelesenen Buch eben auf diese Formel gebracht haben, libertärer Autoritarismus, da würde ich sagen, das trifft man eben in dieser thüringischen FDP halt auch an. Dass also gerade dieses Paradox, diese Partei ist ja winzig klein. Die sind ja bei der Landtagswahl 2019, sind die ja gerade mal so in den Landtag gekommen. Ein paar Stimmen weniger und sie wären raus gewesen. Aber gerade das, nicht nur das Zünglein an der Waage spielen zu können, sondern eben dieser sichtbare kleine Akteur zu sein, von dem dann alles abhing. Das hat denen dann auch so eine Kraft gegeben, das auszuspielen. So, das ist merkwürdigerweise halt so ein Liberalismus, ja, so ein Liberalismus einer eingebildeten Selbstständigkeit. So kann man es vielleicht sagen. Herr Barners, jetzt nochmal zurück zu Gauweiler. Und dann vergingen die Jahre. Gauland. Entschuldigung. Gauweiler ist ja nie, hätte man auch sich vorstellen können. Ist ja auch gar nicht. Nee, ich finde den Versprecher interessant, weil Gauweiler auch, siehe jetzt Ukraine-Krieg, gehört ja auch zu den interessanten Wanderern zwischen den Welten, die einen immer wieder überraschen, wo sie gerade auftauchen. Aber ich glaube, Peter Gauweiler wusste schon, er hatte bestimmt auch Angebote, warum er immer in der CSU geblieben ist. Oh mein Gott, und ich hatte es sogar geschrieben. Also manchmal, na gut, also Sie haben ja recht. Aber jetzt nochmal zurück zu Gauland. Ich dachte irgendwie, da gut, das ist jetzt ein strategisches Spiel. Hier geht es auch um politische Physik.
Dann vermochte ich irgendwie das Phänomen Kemmerich einzuordnen und dann mit ihren Beobachtungen und Recherchen das nochmal wesentlich beeindruckender. Aber bei Gauland, das ist der Mann, bei dem mir das erste Mal das Wort Giftmischer wieder einfiel. Das ist ein schwieriges Wort, ich weiß das. Und zwar am Beispiel von Boateng, Jérôme Boateng, dem Fußballspieler. Also deutscher geht ein Fußballspieler nicht und Gauland spielt genau auf der Klaviatur dieser Gefühle. Und da schreiben Sie in Ihrem Buch über diese Gefühle, dass Gauland so eine wahnsinnig gut funktionierende Antenne für Gefühligkeiten in den politischen Großwetterlagen hat. Können Sie diesen Prozess nachzeichnen? Was das also war das strategisch gemeint? Glauben Sie das, was er mit Jerome Boateng in die Welt gesetzt hat? Ja, ich glaube schon, dass das strategisch war. Da, das ist ja eine Affäre, an der in gewissem Sinne auch Kollegen von mir beteiligt waren. Diese Äußerung, diese skandalisierte Äußerung von Gauland, einen wie Boateng wollen die Leute nicht als Nachbarn haben. Die ist gefallen in einem Gespräch mit Kollegen von mir, mit der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und da könnte man jetzt noch sozusagen sehr ins philologische Detail gehen. Es war auch so, dass Gauland dann im Einzelnen sozusagen auch bestritten hat, gesagt zu haben, was er aber gesagt hat. Und ich habe mich in der Tat im Buch sozusagen philologisch detailliert, als wenn das jetzt eine Stelle bei Thomas Mann oder so wäre, damit auseinandergesetzt, weil man, glaube ich, wenn man genau hinsieht und sich auch den Wortlaut dieser Äußerungen und der nachgeschobenen Erklärungen und Selbstinterpretationen von Gauland ansieht, dann sieht man eben, wie bewusst er vorgeht, also strategisch eben in dem Sinne von bewusst. Und meiner Meinung nach ist der Witz an der ganzen Aktion eben der, dass Gauland nie selbst sagt, er möchte nicht neben jemandem wie Boateng wohnen, sondern er macht sich zum Sprecher von Leuten, von denen er das sagt, dass die ungefähr so denken und für deren Denken er dann dieses Bild verwendet. Und da gibt es dann so einen Paternalismus, wo eben jemand sich selber als ein Sachwalter und Beschützer von Leuten inszeniert, wo er sagt, ja, man muss doch für die Leute Verständnis haben, die reagieren eben ängstlich auf Leute, die anders aussehen. Und so weiter. Und um die muss sich auch jemand kümmern. Das war eigentlich der Kern dieser Aussage von Gauland. Und ich finde eben das Raffinierte, und da nehme ich schon auch gerne Ihr Wort vom Giftmischer auf, also das wirklich Giftige und Vergiftende an dieser Art von Rhetorik es ist eine Einladung, Ressentiment auszuleben, Ressentiment wirksam werden zu lassen, wo derjenige, der darauf anspringt und sagt, ja, Gauland spricht es aus, wie es ist, der muss nie selber zugeben, dass ihm Boateng unlieb wäre als Nachbar. Der übernimmt einfach diese Rolle von Gauland und sagt, ja, aber so ist es nun mal in der Welt. Es gibt eben solche Leute, die da so ein bisschen vorsichtig sind und zurückhaltend gegenüber Leuten, die anders aussehen oder die vielleicht auch reich sind. Oder die vielleicht, weil sie viel Geld haben, in Diskos gehen können. All sowas schwingt ja auch mit in dieser Auswahl der Person Boateng. Auch da würde ich sagen, muss ich auch so direkt sagen, ich glaube es dem Gauland auch nicht, dass er nicht wusste, von wem er da sprach. Das hat er hinterher meinen Kollegen gegenüber eben auch gesagt. Aber nein, es ist eben in Wirklichkeit ja so, ja, wenn ein Bayern-Fußballspieler bei einem als Nachbar einzieht, da, ja, da wäre vielleicht tatsächlich jeder von uns auch so ein bisschen besorgt. Was heißt das? Ist jemand, der mit Leibwächtern unterwegs ist? Es wird vielleicht mal laut, da werden Partys gefeiert und so. Da hat die Sache also scheinbar so Ansatzpunkte, rationale Ansatzpunkte. Aber das Perfide ist eben, das dann so zu verallgemeinern und dazu einzuladen, daraus eben so eine allgemeine Konstellation zu machen, im Grunde zu sagen, unser ganzer Gesellschaftsvertrag in Deutschland beruht eben darauf, dass auch auf solche eben dann doch nicht mehr unter anständigen Leuten auszusprechenden Befürchtungen
Ja, muss der Schwarze denn nebenan einziehen? Der Gesellschaftsvertrag würde darauf beruhen, dass man eben diesen Ressentiments doch ein Recht zugesteht. Und das kriegt man eben nur hin, indem man wie Gauland den Leuten, die sich darauf einlassen, das toll zu finden, den Spruch gleichzeitig die Brücke baut, von sich dann zu sagen, na, ich selber denke ja gar nicht so. Aber wenn man sich umhört, oder das kann man sich ja leicht vorstellen, und dagegen muss man etwas tun. Herr Banders, unsere Zeit neigt sich interessanterweise, sehe ich gerade beim Blick auf die Uhr, denn doch schon dem Ende entgegen. Aber jetzt muss ich noch mal zwei Fragen stellen. Eine haben Sie vorhin selber schon angesprochen. Die Frage der Stiftungsfinanzierung, also Adenauer Stiftung, Ebert Stiftung, Naumann, Böll, Luxemburg Stiftung und jetzt auch die der AfD, wie stehen Sie dazu? Also klagt die AfD dazu recht? Ja, kurz gesagt, finde ich schon, dass Sie zu Recht klagen. Ich habe da eine sehr robuste, sozusagen radikal-liberale Vorstellung vom demokratischen Prozess. Meiner Meinung nach müssen die Parteien schlicht strikt gleich behandelt werden, solange sie nicht verboten sind. Also auch, dass die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet wird, das kann nicht ein Grund sein, sie in anderen Dingen, wo vom Staat Leistungen ausgehen, zu benachteiligen. Bislang ist es ja so gewesen, dass in diesem sowieso auch nicht gesetzlich geregelten Stiftungswesen, was im Grunde ein System der Selbstbedienung der Parteien ist, dass da genügt hat, eine Partei kommt zweimal in den Bundestag und dann nimmt man an, sie repräsentiert mit einem Begriff des Bundesverfassungsgerichts eine dauerhafte Kraft, eine dauerhafte politische Kraft in Deutschland. Und so unerfreulich das in meinen Augen ist, sonst hätte ich ja nicht ein dickes Buch darüber geschrieben, so unerfreulich das ist, dass das eben eine auf absehbare Zeit dauerhaft mitwirkende Kraft ist, finde ich, ist eben nicht zu bestreiten. Deswegen wäre mir persönlich es lieber, die würden auch eine Stiftung haben, die entsprechende Geldmittel bekommt. Und dann müsste man ja gucken. Ich meine, Konrad-Adenauer-Stiftung, Friedrich-Ebert-Stiftung, auch Rosa-Luxemburg-Stiftung, die machen Tag aus, Tag ein spannende Tagungen hier in Berlin. Gerade heute Abend findet noch eine spannende Tagung über politische Mobilisierung bei der Böll-Stiftung statt. Ja, dann kann sich ja die Erasmus-Stiftung der AfD auch diesem Wettbewerb stellen. Die sollen auch ruhig um Doktoranden werben. Da kann man ja dem gesellschaftlichen Wettbewerb überlassen, welche jungen Wissenschaftler das dann, weil sie die Ideen dieser politischen Kraft so toll finden, das Risiko eingehen, dass in ihrem Lebenslauf steht, ja, Promotionsstipendium von der Desiderius-Erasmus-Stiftung. Das wäre mir wohler, wenn diese Partei und ihr Milieu und ihre Ideen sich in einem fairen Wettbewerb darstellen und bewähren und natürlich auch unterliegen könnten, als wenn die anderen sich zusammentun und ein Gesetz machen, wo sie sagen, ja, wir wissen ja schon, dass die AfD verfassungsfeindlich ist, obwohl sie nicht verboten ist. Und deswegen sollen sie besser nicht auch schon Geld bekommen. Herr Banders, es gibt noch drei Fragen, sehe ich, und die kann man auch bündeln. Einer fragt, was würde es bedeuten, wenn wir annehmen würden, dass die AfD einen großen Teil im Bundesrat, also maßgebliche Teile der Stimmen im Bundesrat haben könnte, nach Landtagswahlen etc. Aber die wahrscheinlich naheliegendere Frage ist, sollte die CDU eine Brandmauer, wie das so salopp immer heißt, zur AfD aufgebaut halten? Oder sollte sich, es wird ja gerade im Osten vielfach gewünscht, sollte sich die CDU da allianzoffen, vielleicht nicht gleich koalitionsoffen halten? Wäre das klug für die CDU? Ja, ich glaube schon, dass es tatsächlich auch nach wie vor klug wäre, an dieser Brandmauer-Strategie festzuhalten. Also eine AfD, die dann eben doch von Björn Höcke hauptsächlich repräsentiert wird, macht es einem ja nicht schwer zu sagen, das sind Leute, mit denen man wirklich auf keinen Fall zusammenarbeiten möchte. Die eigentliche Schwierigkeit, die Brandmauer aufrechtzuerhalten, sehe ich nicht darin, das zu begründen, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeiten will, sondern es würde eigentlich daraus folgen,
für die CDU, dass man auch innerhalb der eigenen Parteien, innerhalb der Unionsparteien oder des erweiterten bürgerlichen Milieus dann auch sagt, na gut, aber dann haben eigentlich auch die Varianten eben dieser radikalen Systemkritik, die Varianten der Parteienkritik, schon auch die Vorstellungen, dass das Ganze, zum Beispiel die ganze Flüchtlingspolitik, eigentlich auf einer Art Täuschung der deutschen Bevölkerung über ihre wahren Interessen beruht. Das sind ja Ideen, die auch jenseits der AfD auch in anderen Parteien eben verbreitet sind und die auch zur Mobilisierung, auch zur internen Mobilisierung genutzt werden in den bürgerlichen Parteien. Und eigentlich kann diese Brandmauer nur dann stehen, wenn man halt auch wenn man auf der eigenen Seite der Mauer auch die Brandherde austritt. Und dazu, Stichwort Maaßen, gut, es läuft jetzt das Ausschussverfahren, warten wir mal, was Hans-Georg da Maaßen, genau. wird. Hans-Georg Maaßen, genau. Aber bislang hatte man ja den Eindruck, nein, die gerade auch jüngere Leute, intellektuell engagierte Leute in den Unionsparteien wollen lieber selber die Möglichkeit auch haben, mit den entsprechenden Thesen zu zündeln und wollen eben nicht diese Brandherde austreten. Das ist ein großes Problem. Das erörtern wir vielleicht weiter beim nächsten Mal. Unter anderem leider auch die Stichworte, woher eigentlich dieser, ich nenne es jetzt mal rechtspopulistische Hass auf Linke, Grüne, Amerika, auf die kulturelle Westernisierung kommt. Ich bedanke mich sehr, Herr Barners. Schönen Dank für Ihre Zeit, liebes Publikum. Das ist, wie ganz eingangst erwähnt, wie das mal bei Arno Schmidt hieß, ein wirklich gewichtiges Buch und es hat Gewicht, aber es lohnt sich auch in jeder Hinsicht zu lesen. Wir lesen von Ihnen, meine Kollegen und Kolleginnen Sabine am Orde hauptsächlich, aber Gareth Joswig bestreiten ja bei uns die AfD-Berichterstattung. Sie ist nicht minder klug. Uns allen schönen Abend. Der nächste Taz-Talk ist in gut einer Stunde. Dann ist es eine hybride Form auch in der Taz-Kantine. Ich bedanke mich auch bei Leandra Rudolph und Peter Rohrmann. Zeigt euch doch mal und dann winken wir gemeinsam. Na, Folks and Ladies. Leandra? Adieu. Tschüss. Ciao.